Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in New World. Heute wird es magisch. Wir starten mit den Zauberstäben und als erstes mit dem Feuerzauberstab. Und dazu schauen wir uns natürlich die Talente an und wie man mit dem Feuerstab hier ordentlich den Gegnern einheizt. Also gehen wir mal rein in die Talente und schauen uns an, was wir und auf was wir da skillen. Setzen wir hier einmal nochmal alles zurück. Bis Level 20 kann man das ja immer noch alles schön entspannt zurücksetzen und sich entscheiden. Und dann wird das irgendwann ein bisschen was kosten. Also wir sehen hier beim Feuerstab sind, er skaliert eben komplett mit Intelligenz. Dementsprechend ballern wir hier ordentlich rein. Viel hilft viel. Kommen hier auch noch über den Knotenpunkt hinaus. Sehr schön. Und der Knotenpunkt sagt plus 10% Schaden von leichten und schweren Magieangriffen. Schon mal sehr praktisch. Punkte verteilen. Und dann schauen wir uns im Detail auch noch die Waffe direkt an. Auch hier habe ich ein bisschen mitgespielt. Habe hier Stufe 5 mittlerweile erreicht. Und habe hier die Punkte frei. Plus, hoppala, wer bist du denn, Alter? Plus auch noch den, einen passiven sozusagen. Wir hauen nochmal hier unten rein. So. Das war jetzt ja ein ganz normaler Angriff. Aber wir gehen nochmal ein bisschen hier ins Detail. Also. Wir haben hier 3 Skillpunkte. Und auch hier starten wir natürlich erstmal mit der Feuersäule als ersten Talentpunkt. Ein zielgerichteter Zauberspruch, der 134% Waffenschaden verursacht. Zielgerichtet bedeutet hier in dem Fall, wir können das platzieren. Wir sehen so eine Area, wo wir es platzieren können und dann, bam, wird da der Zauberspruch hin platziert. Als nächstes haben wir hier Meteoritenschauer. Der Meteoritenschauer, auch da wieder, dass wir einen Zielbereich haben, den wir uns aussuchen können und dann zielgerichtet da kanalisieren. Ein kanalisierender Zauberspruch, der Meteoriten niederregnen lässt und 34% Waffenschaden beim ersten Aufschlag sowie einen zusätzlichen Waffenschaden von 20% pro Sekunde verursacht, während die Ziele im Bereich bleiben. Das heißt also, wenn man da wirklich auch da wieder eine Situation hat, es kämpfen vielleicht mehrere miteinander oder ihr habt vorne euren Tank stehen, der vielleicht gerade 2, 3 Mobs gleichzeitig tankt, schön reinjubeln, man hat die Mobs auf dem Punkt, man kann an der Stelle richtig schön den Damage raushauen und diese Damage Area macht eben auch noch pro Sekunde zusätzlich Schaden. Kommen wir dann hier noch zum Feuerball als letztes. Hier schleudert ihr einen großen Feuerball, der beim Aufschlag 140% Waffenschaden verursacht und ein 3 Meter breites Feld quasi erzeugt, in dem 6 Sekunden lang nochmal 10% Waffenschaden pro Sekunde verursacht wird. Also gehen wir da mal rein. Wir haben die Talente verteilt plus ein passives. Auch ein ganz wichtiges Passives, würde ich sagen. Schwere Angriffe stellen bei einem Treffer 5% eures maximalen Manas wieder her. Mana ist halt immer wichtig. Das heißt, man kann schön die schweren Angriffe durchjubeln, um wieder Mana zu bekommen. Wir haben ja jetzt hier den leichten Angriff. Zack, einmal linke Maustaste gedrückt. 106 Waffenschaden. 106 und jetzt aufgeladen. Knapp 150, also 148. Und dadurch wird das Mana quasi auch wieder aufgeladen. Zack. Und ihr seht, man ist quasi konstant hier wieder im, ja, im grünen Bereich. Man hat kontinuierlich Mana, kann also die ganze Zeit schön durchspammen. Wenn wir dann hier jetzt den ersten nehmen, diesen Flächenschaden, wo wir jetzt diese Feuersäule machen. Bam. Auch da wieder die großen Sprüche hinterher. Abstand halten, es ist wieder ready. Bam, er ballert wieder rein. Und damit ist er platt.
Herr Truthahn, schönen guten Tag. Immer schön Federn mitnehmen. So, also, dann haben wir noch den Feuerregen und den Feuerball. Da ist gerade alles schön geradet worden. Dann gehen wir hier mal rein. Ich würde sagen, es wird mal wieder Zeit für einen Pull. Heieieiei. Also, stürmen wir mal rein. Wir nehmen uns ein paar Leute mit. Wir wollen ja den Feuerregen auch schön großflächig hier, schön guten Tag, einsetzen. So. Das Schlimme ist, wir müssen den kanalisieren. Ich weiß gar nicht, ob wir da genug Abstand kriegen. Naja. Ja, gleichzeitig nutzen wir jetzt einfach die Möglichkeit, den Feuerball zu präsentieren. Wenn wir schon mal so viele Dudes hier zusammenstehen haben, machen wir den mal kurz. Bam! Auch hier seht ihr diesen Area-Effekt. Die stehen da drin und sie brennen. Jetzt haben wir hier gerade die Möglichkeit, mit rauf zu jubeln. Dann machen wir hier noch so einen Feuerfleck. Und gerade, ihr seht, wenn man hier in der Gruppe unterwegs ist, macht das Sinn. Ne? Alleine immer ein bisschen schwierig. Da machen halt die großen Spells irgendwie eher Sinn. Schön auf Abstand, kontinuierlich, vielleicht mal ein Feuerball, platscht, schön dran vorbeigejubelt, alles richtig gemacht. Und auch hier wieder klassisch ausweichen. Und wieder. Aber nun. Ja, das soweit zum ersten Talentbaum. Schönen Flächenschaden, AOE-mäßig alles raushauen, macht schon Bock. Und wie gesagt, gerade wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und da viel Zeit hat, auch gerade das Kanalisieren durchzuhauen, dann macht das natürlich Sinn, immer schön in die Masse reinzuzaubern. Gehen wir mal in den zweiten Talentbaum. Wir setzen mal eben hier die Talente zurück und skillen hier 1, 2, 3 die Talente. Auch hier würde ich sagen, würde es tatsächlich Sinn machen, vielleicht hier noch in diesen schweren Zauber über Kreuz quasi mit rein zu skillen. Oder eben, ja, wir schauen mal hier, was es noch für gute Passive in dem Baum gibt, beim Feuermagier. Hier würde sich vielleicht noch empfehlen, loderndes Spektakel, leichte Angriffe setzen den Gegner in Brand, was für 6 Sekunden 3% Waffenschaden pro Sekunde verursacht. Also Bonus, nochmal so ein Dot drauf. Das heißt, wenn wir jetzt hier mit leichten Angriffen draufschießen, sehen wir über dem Monster schon diesen Debuff. Wir können jetzt auch mal warten. Das stackt hier langsam runter. 2, 1. Aber er brennt halt schön die ganze Zeit. Und dementsprechend können wir schön mit leichten Angriffen ihn anzünden. Und schön Stück für Stück weiter kontinuierlich runterbrennen. Kommen wir zur ersten Fähigkeit im Talentbaum. Das ist der Flammenwerfer. Schauen wir uns den mal an. Den zünden wir jetzt erstmal nicht an. Wir zünden jetzt den Flammenwerfer und haben jetzt hier die Möglichkeit, auf Abstand den Gegner kontinuierlich runterzubrennen. Nachteil, ausweichen können wir in der Situation nicht. Außer halt so ein bisschen uns rückwärts bewegen und auf Abstand halten. Zack. Und dann müssen wir ihn, ja, entweder aufhören, also die Taste nochmal drücken, die Q-Taste, oder wenn das Mana Ende ist, aus ist, dann, ja, endet der Flammenwerfer natürlich auch automatisch. Den Flammenwerfer kann man natürlich dann auch von der Reichweite erhöhen, das heißt, man kann schön einfach noch mehr auf Abstand bleiben und so viel besser den Angriffen des Gegners entgehen. Nichtsdestotrotz ein Skill, ich weiß es nicht, verbraucht wahnsinnig viel Mana und so richtig, naja, so richtig hat er bisher noch nicht reingehauen. Liegt vielleicht daran, dass mir noch ein bisschen mehr Int fehlt oder vielleicht noch die richtigen Passiven. Schauen wir mal, wie sich das später entwickelt. Auch die nächsten Talente sind eigentlich eher was, um ein bisschen einen Massenpull zu machen. Gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Masse zusammenkriegen. Und dann haben wir hier die Chance, so ein bisschen AOE-Schaden zu machen. Beziehungsweise mit den Flüchten die Gegner nochmal ein bisschen anzuzünden. Aber auch das ist alles, naja, vielleicht nicht so richtig der Burner.
Weil es einfach vom Schaden her so gering ist. Guckt euch das an. Das ist ja nix. Also da mache ich ja mit einem normalen Draufschießen quasi noch mehr Schaden. Oder einfach mit dem Anzünden und dem Hochstacken. Ich habe das, ich habe jetzt gerade einen Talentpunkt dazu bekommen. Das heißt, der tickt jetzt einfach runter. Na, kriegt da noch genug? Nee. Ha! Ja, und dieses Verbrennen sozusagen macht gar nicht so viel Damage. Also, leider nicht meine erste Wahl, dieser zweite Talentbaum. Ich hatte jetzt hier nochmal das mit dem Verbrennen drauf gemacht. Vielleicht kann man das kombinieren. Vielleicht ist das kombinierbar. Das ist vielleicht dann durchaus eine Möglichkeit. Aber um hier unten hinzukommen, dass die leichten Angriffe wirklich was bringen, plus vielleicht hier oben, dass die schweren Angriffe auch noch Mana regenerieren. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Später im Game, wenn man sehr viele Punkte zur Verfügung hat, kommt man vielleicht dahin. Sicher bin ich mir aber da noch nicht. Das werden wir dann später auch nochmal sehen, wenn wir komplett vollgeskillt sind. Dafür muss das Game aber erstmal rauskommen, dass wir auch genug Zeit haben, die ganzen Talente zu verteilen. Ja, im Großen und Ganzen schmeckt es. Feuerzauberer oder der Feuermage, durchaus eine Klasse, die man natürlich auch im Solo spielen kann. Schön die Gegner immer auf Abstand halten und entweder anzünden oder eben mit diesen Flächenschaden arbeiten. Und ich denke, seine Stärke ist tatsächlich dann eher im Bereich vom Gruppenspiel, wenn er wirklich in der zweiten Reihe steht und da die Möglichkeit hat, zu kanalisieren, kontinuierlich die Dots aufrecht zu erhalten oder ja, einfach diese AOE-Schaden quasi auszuführen. Wenn das Ganze gefallen hat und geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.